Hallo, liebe Freunde, ich begrüße euch aufs Herzlichste zurück bei Let's Play Portal 2 im Koop-Modus. Und bei mir ist wie immer der liebe Shadowrunner. Hallöchen, ich gehe vor dir in die Knie. Ich auch, guck hier. Auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder. Da bin ich aber sportlicher. Du bist sportlicher, nur weil du nicht so hübsch. Soll ich was drauf ein? Du kannst gar nicht tief in die Knie gehen, Dick. Ja. Wink, wink. Mhm. Bei mir hat es gerade irgendwie ein bisschen geruckelt, das Winken von Atlas. Ja, die Ladebildschirme ruckeln bei mir auch gerne, aber solange das nur in den Ladebildschirmen ist, ist es. Wir haben nun bewiesen, dass Beschimpfungen eine Matschbirne in eine verängstigte Matschbirne verwandeln. Versuchen wir es also mit positiver Bestärkung. Ich gehe stark davon aus, dass die Remontageeinheiten bald wieder defekt sind. Vielleicht während ihr sie benutzt. Ihr seid ihr doch völlig egal. Natürlich seid ihr mir auch egal. Aber ich versuche wenigstens nicht ständig euch umzubringen. Ich bin ja so gutmütig. Naja. Eigentlich versucht sich ja sehr wohl. Ach, sowas schon wieder. Oh, wie schön. Und was macht das da drüben? Das gibt eine Portalfläche. Ich schätze mal, die ist dafür gedacht, zum Plattern mal wieder. So, da oben ist ein Laser. Das heißt, es wird bestimmt irgendwo ein Umleit-Cube geben. Und ich glaube, der kommt da raus. Ja, und von der blauen Linie ist der wahrscheinlich zu aktivieren, indem man dort reinkommt. Das bedeutet... Einer muss wieder durchlenken. Am besten lenkst du mich durch, weil das hat der beim letzten Mal so gut funktioniert. Warte mal, dann habe ich schon mal eine Idee. Nee, wie kriegen wir... Nee, so nicht. Ich möchte gerne... Nee, da unten, das zum Springen wird gar nicht... Das ist ja nicht bedingsbar. Wie kommt man da drüben rein? Ich glaube, kommt man nicht... Nee, hier hinten ist ja gar nichts. Das war falsch gedenkt. Also, da geht ja auch... Doch, warte mal. Dreh mal bitte den Knopf für mich um. Hier, das Ding für mich um. So, was macht das hier? Das. Okay, das macht das Ding hier weg. Demnach könnte ich hier ein Portal setzen. Kannst du mir hier auf den Boden vor mir blaues Zeug machen, indem du da drüben das rauskommen lässt? Das ist gerade die Frage, ja. Daran dachte ich gerade, hab nur falsch. Auf den Boden nicht. Das ist aber okay, warte. Oh, warte, ich kann ja. Kann ich die Portalfläche hinter dir erreichen? Nee, kann ich nicht. Hast du noch Portale offen? Nee, kannst du ja gar nicht offen haben. Wenn ich jetzt hier durch. Brauchen wir doch gar nicht, oder? Du kannst doch jetzt einfach durchgehen. Erstmal. Ah, okay, da musst du da raus. Diese mörderische Stimmung gefällt mir. Au. Halte das aufrecht, bis wir vor ihr stehen. Keine Absicht. Jetzt habe ich ihn gekillt, ich glaub's nicht. Oh Mann. Mit mir kann man's ja machen, ne? Entschuldigung. Bitte mir die Fläche. Ja, ich muss nochmal da drauf. So, wo will ich jetzt aktuell hin? Da hoch, an den Knopf. Erstmal. So, und jetzt mache ich dir das. Ach so! Das funktioniert ja gar nicht. Du kommst ja gar nicht da hoch. Ich brauche das hier Sprunggel. Ja. Du brauchst Sprunggel. Stell dich mal auf. Das kann hier rauskommen, aber. Ich kommst kann. Kommst du an das Ding dran? Nee, kommst du nicht. Nee. Können wir das irgendwo... Aus. Ja, ich überlege gerade, kann ich dir das nicht irgendwie rübersenden? Ich komme von hier... Ich komme genau an eine... Ach doch, passt doch. Guck mal, wenn das da rauskommt...
Ja. Das splattert ja darüber. Setz mal da dein zweites Portal hin. Und dann kommt da komm ich rausgeplattert. Ach ja, da musst du doch drankommen. Müsste das doch eigentlich reichen, dass du da vorne drauf kommst, oder? Das werde ich jetzt mal testen. Ah, jetzt ist sogar noch ein bisschen weiter. So. Und jetzt, bevor du das Knöpfchen... Können wir gleich noch gucken. Ja, okay, du musst dir da unten irgendwie ein Portal, dass der bei dir ankommt. Warte, machen wir ganz neu. Machen wir so. Dann kommt er mir sogar entgegengeflutscht. Die kommen sogar ununterbrochen. Also hier kann ich jetzt wieder weg. So, ich habe den Cube. So, den brauchen wir aber hier drin. Und damit muss ich irgendwie da hochkommen. Wie du musst demnach wieder zurück. Genau. Und wenn du jetzt nämlich den Sicherheitsding stellst, müsste ich dir den eigentlich irgendwie schicken können. Obwohl. Den kannst du doch. Warte. Kannst du den nicht so rüber. Du kannst den doch rüberwerfen, so wie ich vorhin. Nee. Ich muss auf jeden Fall draufstehen, während der reinkommt. Und kannst du nicht schnell durch. Doch, du kannst doch schnell durchlaufen mit dem Cube und reinspringen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das Ding ist doch zu, bevor ich da hinkomme. Ach ja, stimmt. Ja, das geht zu, sobald ich da drauf gehe. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wenn der Cube. Nee, der rutscht nicht weit genug. Der rutscht nicht weit genug. Kannst du den nicht irgendwie mehr einfach... Hast du irgendeine Portalfläche, wo du direkt dran kommst, ohne was zu drücken? Bei dir? Nee, kannst du nicht mit dem Cube runterspringen, dann da unten dein anderes machen und mit denen dann hier reinwerfen? Gucke mal. Da brauche ich ja gar nicht hier draufstehen. Du müsstest mir den eigentlich nur... Ja, hab ihn. So. Lass ihn jetzt nicht ins Ding fallen. Jetzt ist nur die Frage, wie ich... ich kann den jetzt auch sogar kurz hier erstmal hinlegen. Ich muss jetzt irgendwie da hochkommen. Kommst du da rüber? Nee. Auch nicht, wenn warte. Ah nee, die Rampe müsste dich ja... Da ist eine Schräge. Ist da... Nee, da ist keine Wand. Doch, da ist eine Wand. Wir müssten... Aber hey, die ist, glaube ich, nicht bespritzbar, ne? Aber hier, das wäre bespritzbar. Können wir noch mal... Wie haben wir eben das Blaue hier reinbekommen? Warte mal, das ging... Wie haben wir das eben hier reinbekommen? Indem ich... warte, so gemacht hab. So, was ich jetzt gerade überlegt habe, kannst du das Ding hier nochmal hochfahren, den gelben Block? Bitte. Ja. Nee, der geht runter, verdammt. Höher geht er nicht. Nee, er ist entweder so oder so. Anders da ist er nicht. Aber demnach, kannst du an diese Fläche dein Portal setzen? Das müsste doch eigentlich funktionieren, wenn ich hier Beschleunigungsgel hinmache. Dass ich da Beschleunigungsgel hinflattere. Ja. Und dann das Portal dahin, da oben, wo es jetzt gerade alles blau ist, auf der Rampe über dir. Du willst hier alles orange machen, orange richtig? Machen. Ja, genau. Dann müsstest du doch eigentlich da noch da hochkommen. Ja, warte mal, das orange Gel kommt, da das kommt dann gleich. So, das ist sogar perfekt. Dann mache ich das erstmal wieder. Gut, okay. Das geht auch so. Ich hau das erstmal weg, damit das hier nicht ständig kommt. Dann müsste das doch jetzt eigentlich locker reichen, dass du da. Das tut mir ja. Und ratet mal, wem es nicht weh tut. Mir. Das war nur so eine Redensart. Entscheidend ist, dass wie gut, dass ich da nicht mehr hoch muss. Wir können den Cube direkt wieder hier rausbekommen.
Das heißt, ich muss aber erstmal wieder da. Ich muss erst wieder alleine rüberfliegen. Kannst du mir bitte nochmal die Fläche aufmachen? Ja, Moment, ich hab den Cube. Gott, hier hast du deinen Cube. Nee, den kann ich noch nicht mitnehmen. Ich muss, muss erst darüber und dann muss mir den wieder. Ich hab vergessen wie. Aber du kannst ihn mit. Auf den Kopf, bitte. Blatsch. Das Blaue ist gerade ein bisschen. Warum bin ich da gerade gesprungen? Das war vorher nicht passiert. Vielleicht musst du einfach nur gerade drauf rennen. Ach, du springst automatisch, wenn du auf das blaue G kommst, oder? Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal über flattern. Ja. Tünchen. Na komm, flattere. Ja, so, okay. Jetzt müsste das aber funktionieren. Ich habe irgendwie den Verdacht, wir stellen uns wieder sehr viel döver an, gerade als wir eigentlich müssten. So, wir haben bei eben den blauen rüberbekommen. Den hast du hier durchgeworfen, ne? In dem eins da oben war und dann bist du runtergegangen. Da musst du aber dann auch stehen bleiben auf dem Knopf. Und jetzt so. So, danke. So, jetzt müssen wir das Ding hier wieder runterfahren. Nein! Oh nein! Entschuldigung. Ich hab mich falsch gedreht. Ja, warte. Hä? Warum? Der mir nicht den. Au! Einmal kommt er durch, einmal kommt er nicht durch. Jetzt gib mir den blöden Q. Danke. So, Q kommt. Danke. Gut, nochmal ab ganz kurz. Eieiei. So, jetzt sollte das aber hoffentlich endlich mal funktionieren. Hoffe ich doch mal. Mit dir. Vielleicht musst du vorher schon abspringen. Keine Ahnung. Spring! Nee. Kannst du das Ding noch, wenn ich drauf bin, hochfahren? Aber das. Vielleicht kannst du so, wenn du jetzt anrennst und drauf springst, müsstest du eigentlich nach oben geschleudert werden und nicht nach vorne. Nee, das weiß ich wieder nicht. Hä, ja, was? Ich weiß nicht, ob ich das so timen kann. Selbst wenn, dürfte dir das doch eigentlich gar nichts bringen. Wie kommt man da oben hoch? Also mehr höher springen geht erstmal nicht. Bringt es was, wenn ich ich versuche mal was. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Nein, nein. 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 Ja gut, dafür ist die Platte wahrscheinlich einfach wirklich schlicht zu steil. Aber, nein, das geht auch nicht. Boah, hier muss man sich so direkt vorsichtig bewegen. Nein.
Wird nichts bringen, aber ich guck mir das mal an. Ha! Das war sicherlich nicht Sinn der Sache, aber okay, ich habe die Tür jetzt aus. Kann die Tür jetzt ausschalten. Das ist ja schon mal was. Das war jetzt sicherlich nicht so geplant. Warte mal, ich muss die Tür jetzt mal hier wegschmeißen. Tschüss. Ich auch. Das Ende ist letztendlich ganz einfach. Und zwar, wenn wir das Ding da oben haben, dann kann man den Laser da auf eine Portalfläche, dann lassen wir den hier rauskommen und dadurch wird das Ding geöffnet. Aber die Frage ist immer noch, wie kommen wir mit dem Prisma dahin? Endlich seid ihr die Tötungsmaschinen, die ich haben wollte. Auch wenn ihr euch nur gegenseitig tötet. Bin ich schuld, ja? Ja, ich wollte gerade dieses Ding für dich runterfahren, damit du anrennen kannst, dann läufst du unter den zweiten Block runter. Oh Mann, ey. Allerdings ist der Cube diesmal noch da. Ja. Machst du mal bitte nochmal die Portalfläche hier hin? Ach Quatsch, was mach ich denn da? Hier, ups. Was ich halt überlege, ich vermute sehr stark. Du kannst das nochmal hoch. Nee, aber das haben wir schon versucht, glaube ich, mit Abprallen von. Das hat gerade nicht funktioniert. Nee, so nicht. Lass doch mal. Da drüben, wo der Knopf ist, kriegen wir wahrscheinlich keinerlei Gehen, ne? Schätze ich mal, dass du von weiter oben anspringst. Nee. Allerhöchstens. Wir können es nicht mal dahin. Na doch, hinleiten würde was bringen, aber das. Kriegen wir das vielleicht hin, dass wir. Es liegt ja nicht an der Geschwindigkeit, also durch höhere Geschwindigkeit springe ich nicht höher. Oh, wir sind so doof. Da, an die Wand da oben, muss Sprung hier hin. Und ich denke mal, dass wir das so machen, das aus der hier rauskriegen. Da oben und der Platte einmal hin und her springen, damit du von der Platte da oben da hochgeschleudert wirst. Ich kann das ja mal einfach da. Genau. So, ist schon dran. Jetzt müssen wir dich nur noch irgendwie da hochkriegen. Was sogar weniger das Problem ist, denke ich. Wenn wir dich. Jetzt, warte, jetzt muss ich doch mit Schwung aus meinem Gelben rausspringen, genau, ne? Genau, deswegen musst du wieder hier rüberkommen. Der Cube. Den bleibt muss. Aber erstmal, wo er ist. Den bring ich dir später wieder nach oben. Okay. Das heißt, ich komme jetzt. Meine Portale sind aktuell frei, ne? Warte. Komm einfach hier durch. Danke. Genau. Und jetzt musst du mit Schwung aus deinem Roten kommen. Also setz dein Rotes dahin. Auf die Portale. Da ist das, ja, genau. So, sehr schön. Oben bin ich. Jetzt musst du mir das quasi. Ja, jetzt muss ich dir nur noch den Cube rüberbringen. Ja, das ist gar nicht so schwer. Komm einfach mal hier rüber rein. So. Und jetzt spring runter. Schaffe ich das dir den Cube? Ach so, ja gut. Nein! Du bist wieder runtergefallen. Aber das. Okay, wir wissen aber jetzt, wie es geht. Ja gut, und den Cube habe ich auch noch. Also, alles gut. So, okay, wir müssen beide wieder da hoch. So. Hast du jetzt dein gelbes Portal da oben gelassen? Nee, hast du nicht. Nein, natürlich nicht. Warte, dann schleudere ich dich einfach nochmal rüber. So, dann setz dein gelbes Portal nochmal da hoch. Genau. Jetzt musst du mir bitte hier unten das Dunkel bauen. Ja, genau. Ich muss dich hier wieder hochbringen. Oder so rum. So. Und einmal bitte rennen.
So rum, meinst du? Oh, ja, ja, genau. Jetzt so, da. Doin, doin. Gut, jetzt komme ich runter. Und mache das da. So, jetzt muss ich das wieder vorsichtig... So, halt ihn nur rein. Hab ihn. Okay. Wow. So, jetzt ist die Frage, nachdem wir jetzt den Cube da oben haben. Jetzt ist es, glaube ich, recht einfach. Weil ich... Könnte sein. Nö. Und zwar, du kannst da eins hinsetzen, dass der Laser reingeht. Und das andere dann, ich kann ist runter. Zu weit, warte. Hab's. Tor ist offen. Jetzt muss aber ich nur noch, ja. Trotzdem noch. Klar. Ach ja, wir brauchen nur noch Sprunggel hier auf der Fläche vom Tor. Ich komme erstmal wieder hoch. Meine sind da nicht in Nutzung. So. Dann kannst du uns jetzt noch hier unten Sprunggel hinstellen. Hier. Das ist doch nicht portalierbar, oder? Doch, hier oben. An der Decke. Was bringt uns an der Decke Sprunggel? Nein, an der Decke kannst du dein Portal hinsetzen. Weil ach, hier unten da, Sprunggel das habe ich nicht gesehen. Da. Hä? Da kommt's. So. Diese Demontageeinheiten sehen noch schlimmer Alter. Aus als die anderen. Falls wir uns nicht wiedersehen, danke für rein gar nichts. Ja, ja, du mich auch. Dafür auch dann. 21 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Aber. Ja, war die vorletzte, dementsprechend ist sie ein wenig komplizierter. Na, dann bin ich ja jetzt mal gespannt auf die letzte Kamera. Ich weiß bis heute nicht, wie wir die damals gemacht haben. Na toll, das wird ja jetzt lustig. Ich freue mich, yay! Sie setzt uns ganz schön zu. Es hat 3 Tage gedauert, euch wieder zusammenzusetzen. Ich kann das nicht noch einmal machen. Ich wollte euch ursprünglich mit weiteren Tests abhärten, aber wir müssen uns auf ein beschleunigtes Verfahren einlassen. Hiermit erkläre ich euch zu Tötungsmaschinen. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Mehr ist einfach nicht drin. Der Raum mit dem Prototypgehäuse liegt gleich hinter dieser Kammer. So, woran ich mich noch erinnere, das ist aber sehr wenig, ist, aha, dass wir den hier Cube da rausbekommen, indem wir ihn von unten mit Sprunggel besprühen, genau. Nun müssen wir jetzt erst die Platte umdrehen. Das geht hier drüben und ich kann von hier dann auch diese Fläche erreichen. Aber sonst eigentlich nicht. Das heißt, man muss das Sprunggel, das haben wir, glaube ich, damals, glaube ich, aus der anderen Kammer dort drauf geschossen, quer. Ja, das dürfte funktionieren. Nur ist für mich gerade die Frage, gibt es da eine Möglichkeit? Gott. Ja, reinkommen ist nicht so schwer. Also, ja. Wenn du jetzt dein gelbes Portal hier hinsetzt, ne? Ja. Und da kann man jetzt hier blaues reinsprühen. Irgendwie. Warte, oder so? Wo kommt das jetzt ja, gerade? Ja, das ist bei mir. Ist durch deins gekommen. Das reicht aber nicht aus, dass es komplett durch den ganzen Raum spritzt, oder? Nee, und ich weiß auch vor allem nicht, warum will ich da oben an die Öffnung ran? Oder warum ist da eine Öffnung? Wo ist eine Öffnung? Hier, bei mir drin. Kannst ja aber bei mir schauen, auf meine Ansicht. Ah, da ist eine Öffnung? Aha. Keine Ahnung, gerade ehrlich gesagt. Also es sind aber auch nicht immer Öffnungen wichtig.
Womit ich jetzt nicht sagen will, dass die nicht, vielleicht nicht wichtig ist. Manchmal sind ja auch Sachen da, die nicht gebraucht werden. Oder nur alternativ. Boah, alter Vater. Runterspritzen, dann kann ich es da rausspritzen. Hatten wir schon rausgefunden, wozu. Achso, da. Wie bist du denn da reingekommen? Bin ich jetzt vollkommen Banane? Hey! Hier. Kuckuck. Einfach. Da. Zack. Ah, okay. Schon ja, spritzt. Gut. Ich meine mich auch zu erinnern, dass hier drüben Sprunggel hin muss, damit man ohne durch die Energiebarriere durchzugehen, dort reinkommt und auf den Knopf kommt. Warte mal, können wir. Kommen wir irgendwie das Blaue da rauskommen lassen? Nee, nicht ohne deine Hilfe. Ach, das geht ja auch nicht. Ich komme ja nicht mehr. Also einer muss auf jeden Fall erstmal hier stehen bleiben. Und das ist der, dessen Portale dafür sorgen, dass die zweite Person auch wieder hier rauskommt. Das heißt, du müsstest dich hier draufstellen und die Portale setzen, dass ich hier auch wieder rauskomme. Dann muss ich draußen weitermachen. Warte. So, und ersetze mal mein dunkelblaues. Raus ist das da. Mit, ist im Moment noch egal, ne? Ja, ist im Moment noch egal. Hauptsache ich komme raus. Gleich wieder. Genau. So, jetzt kann ich nämlich von hier aus meine Portale beide nutzen. Jetzt ist erstmal nur die Frage, ja, jetzt das hellblaue bitte da hinten, dass wir dort über die Sprungfläche drüber kommen. Über die Energiebarriere, über die erstmal drüber kommen. Das heißt, geht ja nicht. Hier ist ja auch noch eine Ding. Eine Scheiße. Ein Kraftfeld. Wo hab ich jetzt? Warte. Komme ich hier hoch? Brauchen wir die, Warte. Erstmal muss ich hier hoch. Okay. Kann ich jetzt hier weiter das Zeug verteilen? Ja. Ach nee. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Hey. Jetzt plattert's erstmal dahin. Dann kannst du es doch jetzt. Da kannst du jetzt runter, ne? Nee. Nee, kann ich nicht, weil da oben ist ein Gitter vor. Ich kann nur das Zeug dahin plattern lassen. Aber kann ich. Nee, das kann ich auch nicht erreichen von da hinten aus. Wir bräuchten also quasi jetzt noch ein Portalpaar, um das auf die andere vor die Energiewand zu bekommen. So. Jetzt nutze ich mal wieder deine Portale. Jetzt gehe ich mal gerade hier raus. Was genau bringt mir das jetzt hier? Bringt mir das überhaupt irgendwas, ist die Frage. Ich glaube nicht. Das dürfte ja auch dann nicht funktionieren. Buak! Du siehst, ich schaue dich planlos an. Gerade bin ich doch noch ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Warte, das geht. Warte mal doch. Wie hatten wir das? Alter, Finn.
Da, wo du jetzt bist, da muss Blaus hin, damit wir halt ohne die Energiebarriere zu durchschreiten dort rein können. So, warte mal, da müsste... Genau, weil du musst halt da eins setzen können und das andere blaue, dein anderes blaues muss in dem Moment da sein, wo die blaue Suppe rauskommt. Die blaue Suppe könntest du zwar hier setzen und könntest dann da rauskommen, aber deswegen musst du dort hinten dann drüber springen können. Und wie bekommen wir jetzt das blaue, dass es da rauskommt? Das ist die große Frage, weil das Portal bleibt nicht bestehen, solange ich nicht hier drauf bleibe. Das Portal hier bleibt aber auch nicht bestehen, wenn ich hier durchgehe. Und ich kann aber, glaube ich, nicht... Warte mal, kannst... Kann ich jetzt mal so völlig in seine Kugel gekotzt? Nee, kann ich nicht. Ich hätte jetzt gehofft, ich kann da irgendwie wieder ein Portal reinsetzen, um da wieder reinzukommen. Also das Einzige, wo man von hier... Bringt nichts, wenn es da rauskommt. Bringt es was, wenn das da rauskommt? Nee. Leider nicht. Die Möglichkeiten habe ich alle schon durch. Aber du kannst nicht von der Kammer aus, in der du bist, durch das Loch hier, durch dieses Loch da reinschießen, oder? Nee. Das geht nicht. Es gibt ja genau zwei Flächen, wo man das Blaue hinkriegen kann aktuell. Und aber da gibt es keine Weiterleitung. Das prallt ja nicht irgendwo direkt wieder auf was. Was sehen wir gerade irgendwas? Also ja, tun wir definitiv, aber was? Da kommen wir doch auch noch nicht hoch. Das hat noch nichts zu heißen. Die Portalfläche da oben nützt nur insoweit was, weil wegen Zeug runterplattern. Aber was nützt das, das Zeug dahin zu plattern? Doch eigentlich gar nichts, oder? Ja, von da hätte man es theoretisch dann, wenn es da ankommen würde, ich laufe jetzt einfach mal hier raus. Theoretisch, wenn es hier runterfallen würde, dann könnte ich es halt von hier nach da weiterleiten. Aber aktuell müsste ich jetzt wieder hier hinten in den Raum kommen, ohne dass meine Portale weg sind. Was nicht funktioniert gerade noch. Aufgrund eines Schrittes, den ich jetzt noch nicht so ganz ausklamüsern kann. Wo sitzt gerade dein gelbes Portal aktuell? Das ist hier, wo es dann runterfallen würde. Das ist hier. Und hier würde es dann rauskommen, damit es da unten ist. So, es müsste allerdings hier oben rauskommen. Warte. Moment. Es sitzt wo genau? Da unten. Gelb. Ich das irgendwie, das aus meinem Portal in deins fliegen zu lassen? Nee, das geht noch nicht. Nee, das Problem ist ja letztendlich, aktuell können wir aus dieser Kammer, wo es rauskommt, können wir genau es aus zwei Sachen rauskommen lassen. Ich gehe jetzt nochmal hin. Und zwar... Ich habe eigentlich kurz vermutet, dass es aus meinem Portal runter in deins fällt, da wieder rauskommt und da oben an die Wand klatscht. An die Decke, meine ich. Von der Decke runter, so meinst du, ja. Ja, ja, hier durchs Gitter durch, hier rein und dann praktisch hier oben wieder raus, hier auf dem Boden. Dass einer sein Portal hier hinsetzt und da rein
Der andere setzt sein Portal hier hin. Und da oben hin, ja. Das ist soweit klar. Aber das Problem ist, dass wir das Dunkelblaue jetzt nicht hier drunter kriegen. Weil du dadurch, dabei müssen wir beide durch ein Energiefeld durch. Naja. Ich bin volles Rohr überfordert gerade. Warum ist hier eigentlich noch ein Pfeil, dass man nach... Was ist da? Da ist da noch ein extra Raum, ne? Ja, da müssen wir ja dann ja hin. Wie kommen wir denn... Ja, dann brauchen wir hier auch immer noch blaues Gel. Nur wie kommen wir da hoch? Boah, also so planlos war ich schon lange nicht mehr bei dem Spiel. Ich würde vorschlagen, wir machen mal kurz ein kleines Folgenpäuschen, weil wir sind schon wieder bei 36 Minuten und zerbrechen uns ein wenig in der Pause den Kopf. Ja, genau. Bis gleich. Sonst kommen wir nämlich nicht auf den grünen Zweig hier. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.